Hallo und willkommen zum Digi-Podcast, dem Podcast rund um innovative digitale Themen bei Siemens. Digitalisierung, ein schönes Thema. Steigende Komplexität, mehr Herausforderungen, mit ein bisschen Nachhaltigkeit geprägt und natürlich Produktivität muss auch da sein. Wer Hilfe braucht, ruft eine Unternehmensberatung an. Eckpfeiler und Kernbestandteil von Advanta ist die Consulting. Also Siemens hat eine interne und externe Beratung, Siemens Advanta Consulting. Ich bin total froh, dass ich heute Jürgen Reiner zu Gast habe. Jürgen ist der CEO des Siemens Advanta Consulting und wir hatten ein sehr interessantes Vorbriefing und er stellt einfach mal die These in den Raum, die Unternehmensberatung ist am Ende. Bevor wir aber auf dieses Thema gehen, erstmal schön, dass du da bist, Jürgen, und vielleicht kannst du dich auch kurz vorstellen. Lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung, sehr schön hier zu sein und in der Tat als Advanta Marke und Advanta Consulting sind wir vielleicht noch ein Hidden Champion. Für unsere Kunden sind wir die letzten 3 bis 4 Jahre sehr, sehr stark gewachsen in unserer Reputation durch unsere Projekte, die wir nicht nur für Food and Beverage Hersteller, sondern für Automobilhersteller, Maschinenbau, Medizintechnik, Energie machen. Und dabei sind wir in der Mission mit starkem Wachstum Technologiekompetenz, Nachhaltigkeitskompetenz zu kombinieren mit der Beratungsexpertise, die es für Siemens seit vielen Jahren von der Inhouse-Beratung gibt und alles gemeinsam Kunden, die nicht Siemens sind, am offenen Markt zur Verfügung zu stellen. Die Beratung leite ich seit 2,5 Jahren mit der Mission, weiter profitabel zu wachsen. Ja, also man hört schon, dass du da Erfahrung hast, aber wo kommst du denn her? Ich komme direkt von Amazon Web Services, wo ich mehrere Jahre verbracht habe, in den Professional Services. Und davor war ich fast 2 Jahrzehnte selbst Unternehmensberater in 2 sehr großen, bekannten Strategieberatungen. Okay, also du bist von meiner Seite aus komplett prädestiniert dafür, so ein Statement zu machen. Aber was meinst du jetzt eigentlich damit, dass die Unternehmensberatung am Ende ist? Weil das wird bestimmt eine interessante Diskussion geben. Ja, das ist natürlich am Ende. Es ist eine provokante Aussage. Erstmal ist die Unternehmensberatung eine sehr reife Industrie, die es seit vielen Jahrzehnten gibt, wo junge, gut ausgebildete Menschen mit viel Einsatzbereitschaft sich in verschiedenste Kundensituationen und Probleme reinfuchsen, um zu verschiedensten Empfehlungen zu kommen. Und über die Jahrzehnte, die ich nun mittlerweile auch schon in der Industrie Erfahrung sammeln durfte, konnte man schon beobachten, dass nicht nur die Ansprüche des Kunden wachsen, sondern auch die Art, wie Projekte durchgeführt werden, sich sehr, sehr stark verändert haben. Von einem sehr klassischen Ablauf, wo erstmal in mehreren Wochen die Situation bewertet wird, dann werden verschiedene Optionen ausgearbeitet, hypothesenbasiertes Arbeiten heißt es häufig. Und am Schluss läuft alles auf eine Empfehlung, häufig sehr, sehr gern auf Schaubildern dokumentiert hinaus, die dann dem Management des Unternehmens präsentiert wird. All das finden wir und finden auch die Wettbewerberindustrie immer weniger, weil Kunden sich nicht nur viel, viel stärkere inhaltliche Expertise wünschen. Sie wünschen sich nicht nur eigentliche Lösungen statt Papier als Arbeitsresultat, sondern sie wünschen sich aus meiner Sicht auch zunehmend ein partnerschaftliches Arbeiten anstelle von dem vielleicht doch eher klassischen Berater-Kunden, die sich in einer Beziehung wieder treffen. Also du sagst, der Wandel von einer Papierfabrik hin zu einem... Zu einer Lösungsfabrik. Zu einer Lösungsfabrik, in der nicht der Dienstleister dem Kunden ein Papier übergibt mit einer sehr guten Empfehlung, sondern in dem sich Kunde, Partner, aber durchaus auch Dritte, wie Cloud-Provider, IT-Dienstleister, Analytics-Experten, Implementierungs- und Software-Units, Software-Provider oder eben auch Technologiepartner wie Siemens im industriellen Umfeld gemeinsam an Themen wagen, die ungelöst sind bislang, neue Probleme lösen, Nachhaltigkeit erzeugen und damit Sachen machen, die jeder einzelne der Partner nicht schaffen würde. Und aus diesem Zusammenspiel der verschiedenen Kompetenzen macht man was, was der Industrie, dem Kunden,
und im Zweifel auch der Welt und dem Endkunden was Gutes tut. Also das heißt für mich, wenn ich jetzt mal die anderen Podcasts reflektiere, da schneiden wir das Thema Ökosystem öfter mal an, aber du lebst es dann mit der Beratung hier. Ja, und tatsächlich tue ich mir manchmal mit Begriffen wie Platform Economy und Ökosystem und Skalierbarkeit schwer, weil man beobachtet sehr, sehr häufig, dass verschiedenste Unternehmen und durchaus auch Siemens Idealen Folgen, die man beobachtet, dass Amazon der Industrie, haben wir gehört, dass Apple der Automobilindustrie, dass Microsoft, jeder möchte gerne imitieren, was wir in Tech- und Softwareindustrie und Internetindustrien beobachten konnten. Nur häufig erzeugt man solche Ökosysteme weniger dadurch, indem man gewisse Eckpfeiler versucht zu imitieren, sondern Ökosysteme entstehen, indem in unserem Fall man zentrale Probleme löst und dadurch eine Dynamik erzeugt, dass Partner und Kunden und Berater gemeinsam Wert erzeugen. Und der Wert wiederum führt dazu, dass gewisse Lösungen sich herauskristallisieren. Catena X ist ein schönes Beispiel in der Automobilindustrie, wo mittlerweile ein gutes Dutzend und mehr Partner gemeinsam versuchen, Datenlösungen in der Industrie zu standardisieren und gemeinsam darauf basierend zukünftige Mobilität, Elektromobilität, Batterielösungen so einzusetzen, dass es dem Endkunden hilft. Aber das hört sich ja gut an. Wo ist jetzt hier der Mehrwert durch die Advanta Consulting? Also was macht denn deine Kunden erfolgreich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, mit der wir uns natürlich auch intensivst beschäftigt haben die letzten 3-4 Jahre, seitdem wir uns vorgenommen haben, auch nicht Siemens-Kunden zu betreuen. Und unser Selbstverständnis ist, dass wir 3 Zutaten mit in solche Partnerschaften oder wenn man mag, Ökosysteme mit einbringen können, mit denen wir uns eine Nische schaffen oder eine Nische bedienen können, die andere vielleicht nicht auf dieselbe Art bedienen können. Und die 3 Zutaten sind an erster Stelle mit großer Sicherheit der Zugriff auf die Siemens Technologiekompetenz, was nicht zwingend direkt bedeutet, dass wir das Siemens Produkt- und Softwareportfolio mit einsetzen, sondern dass wir in dem Siemens-Umfeld von Forschung, Innovation, Entwicklung, Technologien nutzen und mit einbringen können, unsere Projekte. Die 2. Zutat ist ein tiefes Industrieverständnis, dass wir als Siemens-Unternehmen, aber auch als ein Unternehmen, das seit 100 plus Jahren aktiv ist im industriellen Umfeld, dass wir eine Technologieexpertise mitbringen für die verschiedensten fertigenden Industrien, Medizintechnik und Energie und dadurch eine Use-Case-Kompetenz haben, die wir einsetzen können, um Kundenprobleme sehr lösungsorientiert und umsetzungsnah zu implementieren. Und das ist auch direkt die 3. Zutat, die wir mitbringen können, dass wir in einem Umfeld agieren, wo wir mehrere Tausende von IT-Implementierungs-, Integrations- und Software-Kollegen mit einbringen können und damit von konzeptioneller, strategischer Beratungsarbeit bis hin zum Prototypen, zum Piloten und zur lauffähigen, im operativen Betrieb einsetzbaren Lösung mit einsetzen können. Und damit bedienen wir im industriellen digitalen Umfeld eine Nische, mit der wir momentan sehr, sehr erfolgreich Kundenprobleme auf eine Art lösen können, in Kooperationen und in Partnerschaften mit Kunden, die von den Kunden sehr geschätzt werden. Ihr habt ja das Elektronikwerk Amberg, also der Bluechip innerhalb der Siemens und vom WEF, mehrfach prämiert, permanent beraten. Heißt das, ihr beratet dann auch andere Firmen in der Optimierung deren Fabriken? Ja, absolut. Also wenn man so möchte, dann ist
der Siemens-Konzern in den verschiedensten Industriebereichen für uns ein riesengroßes Laboratorium und Incubation und Experimentierrahmen, wo wir mit Kollegen aus dem Konzern selbst neue Technologien gerade im Fabriksumfeld entwickeln, ausprobieren, pilotieren können, beginnend von eher klassischen Anwendungsfällen wie Remote Maintenance Fernwartung von Automatisierungssystemen und enden mit sehr, sehr innovativen Use Cases wie kompletten digitalen Zwillingen im Metaverse für Batteriefabriken, um komplette Logistik-, Fertigungs- und Produktionsabläufe simulieren zu können. Und in der Tat ist die Fabrik und der Shopfloor für uns der Kristallisationspunkt für sehr, sehr viele solcher Use Cases, die wir mit Siemens Partnern im Siemens Universum mit erarbeiten und dadurch auch in die Lage kommen, unseren Beratungs- und Lösungskunden solche Lösungen zur Verfügung zu stellen. Häufig nur als Beratung oder zusammen mit Siemens oder gemeinsam mit Siemens und Tech-Unternehmen wie Cloud-Providern oder Metaverse-Spielern. Also ich fasse mal für mich zusammen. Der Hidden Champion macht ziemlich viel Innovatives, basierend auf Bewerten, aber nach vorne orientiert. Das Thema Metaverse geht ja hier überall durch die Presse im Moment. Aber ihr habt das mitgestaltet. Beeindruckend. Leider müssen wir jetzt schon zu meiner Lieblingsfrage kommen. Last but not least, who is Jürgen? Ja, vielen Dank, Thomas. Wer ist Jürgen? Ich würde mich als jemand bezeichnen, der viel Freude hat, Sachen zu machen, die neu sind, die innovativ sind. Bin wahrscheinlich in der Sache auch ein Idealist, weil ich Freude daran habe, Sachen zu verbessern, nicht nur für unsere Kunden, sondern im Zweifelsfall auch die Welt ein bisschen besser zu machen, nachhaltiger zu machen, effizienter zu machen. Das kann Schokolade betreffen, es kann andere Nahrungsmittelketten betreffen, es kann Abgase aus Städten zu halten betreffen, neue Mobilität betreffen und es endet bei Kunststoffverbrauchsmaterialien in der Medizintechnik rauszunehmen. Also wer bin ich? Ich bin in Summe jemand, der Freude hat, Sachen zu machen, die einen guten Zweck haben und ich mache das sehr, sehr gern mit Mitteln, die bislang so noch keiner versucht hat und die vielleicht ein bisschen cool und spannend sind in der Art, wie wir sie umsetzen. Ja, dann sag mal danke für deine offenen Worte. Fand es sehr interessant. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mal Insights von Siemens aus einer ganz anderen Perspektive. Ich sage mal danke, Jürgen. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.